Ich stehe hier gerade neben einem 3D-Drucker, der, während ich hier spreche, live eine Mini-Version der MS Wissenschaft druckt. So sieht das dann irgendwann aus. Sieht ganz schick aus, finde ich. Woraus besteht die denn? Das Plastik, was wir hier verwenden, ist ein nachhaltiges Plastik. Das wird aus Polymilchsäure gewonnen. Okay, Polymilchsäure, was ist das und woher kommt das? Die Polymilchsäure wird aus Zuckerrüben tatsächlich gewonnen und ist somit ja ein nachhaltiger Rohstoff im Vergleich zu dem herkömmlichen Plastik, was wir sonst kennen, was aus Erdöl gewonnen wird. Und das Exponat zeigt es ganz gut. Hier sind die verschiedenen Schritte. Normalerweise kennen wir Zucker, der aus den Zuckerrüben gewonnen wird. Und aus den Zuckerrüben, die jetzt hier in der Mitte zu sehen sind, wird dann über chemische Prozesse eben so ein Granulat gewonnen, was quasi kleine Kunststoffpartikel sind. Und diese werden dann zu dem Filament verarbeitet, was jetzt der 3D-Drucker verwenden kann. Okay, also aus der Zuckerrübe wird dieser Faden, wird letztendlich diese MS Wissenschaft. Das hätte ich nicht gedacht.